Hallo liebe Freunde, in diesem Video spreche ich über die Datensicherung Anwendung von Viber und WhatsApp auf Geräte mit Android, iOS und Windows. Viele der Chats haben einen bestimmten Wert für ihre Benutzer. Aus diesem Grund haben die Entwickler der Anwendung die Möglichkeit geboten, eine Sicherungskopie der Viber und WhatsApp Chats zu erstellen. Wie Sie ein Backup erstellen und konfigurieren, erfahren Sie unten. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Android-Sicherung. Um ein Backup in Viber zu erstellen, klicken Sie auf Mehr, ein Symbol in Form von drei Zeilen, und wählen Sie dann Einstellungen, Konto, Backup und dann Backup erstellen. Jetzt müssen Sie warten, bis Viber die Sicherung Ihrer Daten abgeschlossen hat. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern. Stellen Sie vor dem Sichern sicher, dass Viber auf diesem Gerät Zugriff auf Google Drive hat. Wenn es keine solche Verbindung besteht, klicken Sie auf den Link in der Google Drive-Nachricht und wählen Sie das Konto aus, unter dem die Daten gespeichert werden. In den Backup-Einstellungen können Sie die Häufigkeit des automatischen Speicherns des Nachrichtenverlaufs festlegen. Um eine Sicherungskopie Ihres Viber-Nachrichtenverlaufs wiederherzustellen, die zuvor auf diese Weise erstellt wurde, synchronisieren Sie einfach Ihr Gerät mit Ihrem Google-Konto, das gleiche, von dem Sie die Kopie erstellt haben, oder ein anderes, zum Beispiel ein neues Smartphone. Gehen Sie zu diesem Menü und wählen Sie Wiederherstellen. Die Anwendung erkennt die zuvor erstellte Sicherungskopie automatisch und bietet an, sie wiederherzustellen. Eine Sicherungskopie der Nachrichten auf dem iPhone. Auf dem iPhone wird auf diese Weise ein Backup erstellt, nur hier sollten Sie anstelle eines Google-Laufwerks mit Cloud verbunden sein. Klicken Sie unter denselben Einstellungen im Sicherungsobjekt auf Jetzt erstellen und warten Sie, bis Viber das Kopieren der Daten in den Cloud Speicher abgeschlossen hat. Wählen Sie für automatische Sicherung, automatische Erstellung und eine Häufigkeit aus. Überprüfen Sie Ihre Verbindung zu diesem Dienst, bevor Sie eine Sicherung starten. Öffnen Sie dazu die Einstellungen Ihres iPhones, wählen Sie iCloud und melden Sie sich an, wählen Sie iCloud Drive und aktivieren Sie es. Suchen Sie dann Viber in der Anwendungsliste und aktivieren Sie dann den Zugriff. Wie Sie den Verlauf von Viber-Nachrichten aus einem Backup wiederherstellen können, erfahren Sie in einem unserer Videos. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Die Wiederherstellung von Nachrichten kann einige Zeit dauern und den Internetverkehr erheblich belasten. Daher ist es besser, eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Während der Wiederherstellung können Sie den Verlauf der Korrespondenz in geheimen Chats, gesendeten und empfangenen Fotos und Videos, Chat-Einstellungen sowie Nachrichten auf zusätzlichen Geräten, die mit Ihrem Konto verknüpft sind, nicht wiederherstellen. Viber Backup auf dem PC. Wenn Sie Viber auf einem Computer verwenden und sich fragen, wie Nachrichten in diesem Fall gesichert werden sollen, werde ich später zeigen. Wenn Sie Viber nicht bereits auf einem PC verwenden und wissen möchten, wie Sie es darauf installieren können, sehen Sie sich eines unserer Videos an. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Bei einem PC können Sie nur eine Textkopie der Korrespondenz erstellen oder die Chats-Verlaufsdatei ersetzen. Der gesamte Verlauf wird in der Datei Viber DB in einem Ordner auf Laufwerk C entlang des Pfads gespeichert. C Benutzer, Benutzername, App-Data, Roaming, Viber PC, Telefonnummer. Daher müssen Sie zum Wiederherstellen des Viber-Chats-Verlaufs die angegebene Datei wiederherstellen. Wenn Sie das System auf Ihrem Computer neu installiert haben und den Chat-Verlauf
oder die Mediendateien wiederherstellen müssen, verwenden Sie das Programm Hetman Partition Recovery, mit dem Sie die wiederherstellen können. Informationen hierzu finden Sie in unserem Video zur Viber-Datenwiederherstellung. Danach müssen Sie die Datei nur noch am angegebenen Pfad suchen und wiederherstellen und dann ersetzen. Wenn Sie Mediendateien wiederherstellen müssen, befinden sich diese im Pfad C, Benutzer, Benutzername, Dokumente, Viber Downloads. Mit diesem Programm können Sie sie aus diesem Ordner scannen und wiederherstellen. Wiederherstellung von WhatsApp-Nachrichtenverlauf. In WhatsApp erfolgt die Sicherung automatisch. Einstellungen sind hierfür nicht erforderlich. In diesem Fall werden die Backups jedoch im Internetspeicher des Telefons gespeichert und Kopien, die älter als 7 Tage sind, werden überschrieben. Solche Backups werden im Pfad WhatsApp Databases gespeichert. Wie Sie Daten von einer solchen Kopie wiederherstellen können, erfahren Sie in einem unserer Videos. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Um jedoch Daten auf Google Drive zu speichern, müssen Sie einige Einstellungen vornehmen. Gehen Sie dazu zu Einstellungen Charts Backup Charts. Wählen Sie hier das Google Drive-Konto, die Häufigkeit der Sicherung und die Art der Weise, wie sie über WLAN oder ein verfügbares Netzwerk auf dem Server hochgeladen wird. Und setzen Sie ein Kennzeichen, ob Sie das Backup wieder hinzufügen möchten. Die erste vollständige Sicherung kann einige Zeit dauern. Jedes Mal, wenn Sie mit demselben Konto auf Google Drive sichern und die vorherige Sicherung ersetzen, die Wiederherstellung früherer Sicherung von Google Drive ist nicht möglich. iCloud Backup. Die Sicherung von WhatsApp-Nachrichten auf Apple-Geräten ist dasselbe wie das Sichern von Android, nur müssen Sie bei einem Cloud Backup mit Apple ID in iCloud registriert sein. Hier können Sie in Einstellungen auch die Häufigkeit auswählen, ein Konto angeben und so weiter. Für die Verwendung von iCloud zum Sichern gelten einige Anforderungen. Sie müssen iOS 7 oder neuer haben. Für iOS 8 und neuer muss iCloud 3 aktiviert sein. Sie können dies überprüfen, indem Sie zu den iPhone-Einstellungen gehen, dann auf Ihren Namen iCloud klicken und hier sicherstellen, dass es eingeschaltet ist. Auf Ihrer iCloud und Ihrem iPhone muss genügend Speicherplatz für die Sicherung vorhanden sein. Wenn Sie Bedenken haben, den mobilen Netzwerkverkehr zu nutzen, können Sie iCloud so einstellen, dass nur Wi-Fi-Netzwerke gesichert werden. So deaktivieren Sie die Verwendung des iCloud-Mobilfunknetzes in iOS 8 und neuer Versionen. Gehen Sie zu iPhone-Einstellungen, Mobilfunk, iCloud-Laufwerk deaktivieren. Wiederherstellung des Chatverlaufs von iCloud. Um den Chatverlauf von einer Sicherung in iCloud wiederherzustellen, stellen Sie zunächst sicher, dass eine Sicherung Ihres Chatverlaufs vorhanden ist, indem Sie auf WhatsApp Einstellungen Chats kopieren gehen. Wenn Sie das Datum der letzten Sicherung sehen, deinstallieren Sie die WhatsApp-Anwendung im App Store und installieren sie erneut. Befolgen Sie nach der Überprüfung Ihrer Telefonnummer die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Chatverlauf wiederherzustellen. E-Mail-Chat. Genau wie in Viber können Sie in WhatsApp den Chatverlauf per E-Mail senden. Öffnen Sie dazu den Chat in der Anwendung, die Sie per E-Mail senden möchten. Klicken Sie auf Chat exportieren, wählen Sie mit oder ohne Dateien aus. Geben Sie eine E-Mail-Adresse an und klicken Sie auf weitere Optionen. Die WhatsApp-Sicherung in Windows 10 Mobile erfolgt auf dieselbe Weise. Wenn Sie eine Kopie von Chats im Telefonspeicher speichern, befindet sich die Sicherung im Pfad WhatsApp WinPhone Backup. Und das ist alles. Abonnieren Sie unseren Kanal, stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Freunde. Tschüss.